Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Billion Humans, wo wir wieder geil programmieren werden. Einige von euch haben geschrieben, ja, macht da ruhig mal ein Let's Play draus, also kommt hier zumindest noch mindestens eine Folge, je nachdem. Und wir fangen jetzt erstmal an mit der Kaffeepause, ihr Motivationsbeauftragter und sie. Ja, 8. Hallo. Congratulations. Danke. You're doing great. Danke. I cannot believe how great you're doing. As your employee morale officers, we are here to offer occasional tips on how to keep your workers feeling delighted. For example, come on up, Jeff. My name is Jeff. We find that workers appreciate an occasional confirmation of a job well done. You might say, congratulations, you're doing great. Followed by a gentle but firm pat on the rear. Gefällt ihm richtig geil. Jeff. When I was his age, I was a refrigerator. Good work, everyone. You know how many salads wilted inside me? With enough teamwork and engineering, even a kitchen appliance can become a mid-level office manager. We're not just building data solutions. We're building a family. Sowas fand ich früher immer doof. Da haben die Chefs dann immer gesagt, ja, das Jahr war super geil, ihr habt alles toll gemacht, aber eine Lohnerhöhung gab es trotzdem nie. Also die haben richtig viel Geld gescheffelt und fanden alles toll, aber bei den Mitarbeitern ist irgendwie nie was hingeblieben. Naja, um die Ecke gedacht. Und die eine war ein Kühlschrank früher, was auch sehr interessant ist. Ich frage mich echt, wie viele Salate in ihr verwelkt sind. Das ist eine Info, die ich gerne wissen möchte. Okay, oh ja, das war eine gute Tasse Kaffee. Mando, wer will jetzt etwas Verrücktes machen? Sehen Sie diese netten, geraden, horizontale Reihe von Datenwürfeln? Lassen Sie uns richtig ausflippen und die Reihe diagonal ausrichten. Ha, das ist eine großartige Idee. Lassen Sie den ersten Datenwürfel, wo er ist, und lassen Sie dann die Reihe wie eine Treppe absteigen. Ja, das ist ganz toll. Okay, machen wir das so. Sagen Sie eine diagonale Reihe, also einfach hier so runter. Der erste soll bleiben, wo es ist. Da ist auch kein Dude. Anmerken der Vorgesetzten, von nun an wird es Größen- und Laufzeitoptimierungen als optionale Herausforderung geben. Genau, davon habe ich in der letzten Folge schon gesprochen. Dass man halt nur, keine Ahnung, 3 Befehle und dann kann man das schon schaffen oder so. Das steht halt immer am Ende der Aufgabe und dann kann man sich noch optimieren. Sowohl von der Länge her des Codes, als auch von der Laufzeit, wie schnell das halt durchläuft. Das interessiert uns aber, glaube ich, erstmal nicht. Was ist das denn hier eigentlich? Guck mal, man kann mehrere Codes auf einmal machen. Witzig. Okay, aber erstmal ist das, glaube ich, wieder ganz einfach. Wir malen natürlich erstmal wieder unsere Katze. So, Katzencode heißt Step nach unten. Dann stehen sie wieder drüber, dann können sie es wieder aufheben. Das kennen wir ja inzwischen schon. So, und jetzt müssen wir irgendwas machen, dass die immer ein weiter... Achso, das ist ja auch ganz einfach. Wenn oben links über dir ein Datenwürfel ist, dann... Nee, wenn oben links über dir... Solange kein Datenwürfel über dir ist, heißt das ja dann quasi, solange oben links kein Datenwürfel bei dir ist, gehe nach unten... Und sobald dann ein Datenwürfel oben links ist, das heißt, wenn die Madame hier, ich nenne sie mal Fridolin, wieso sage ich einen männlichen Namen, obwohl das ein Mädchen ist? Egal, Fridolin geht dann hier nach unten zweimal und wenn dann hier dieser Block oben links ist, dann soll sie da stehen bleiben, weil sie soll ja nur so lange nach unten gehen, solange kein Block oben links über ihr ist. Aber sobald sie hier steht, ist ja dieser eine Block über ihr und das sollte dann mit den anderen auch alles funktionieren. Jetzt ist nur die Frage... In der letzten Folge hat mir ein Zuschauer gesagt, der Michi, glaube ich, dass man bei dieser If-Schleife gar keinen Jump-Befehl dazu machen muss, sondern dass die If-Schleife immer wieder abgespielt wird, solange sie eintritt. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich probiere es einfach mal. Dann müsste das ja so schon funktionieren und jetzt können wir hier noch einen Drop reinpacken, beziehungsweise in das Else dann wahrscheinlich, ne? Else-Drop. Ich will eigentlich beides ausprobieren. Ja, und das soll es eigentlich schon gewesen sein, mal gucken. Nee. Vielleicht, wenn ich das doch nicht ins Else packe? Ich glaube nämlich, die machen nicht die If-Schleife immer wieder. Man braucht tatsächlich diesen Jump-Befehl. Ja, guck, die stoppen da einfach. Also doch mit Jump. Tja, Michi, da hast du Blödsinn gelabert. Ich glaube, so sollte es gehen. Jetzt prüfen sie immer, ob oben links von ihnen ein Datenwürfel ist. Ja, perfekt. Aber ich habe es ausprobiert. Hat auf jeden Fall gut geklungen, was du da gesagt hast. Ich weiß auch nicht, ob das in der richtigen Programmiersprache wirklich so ist, dass immer wieder das If abgefragt wird, aber hier ist es auf jeden Fall nicht so. Yeah, sie haben es geschafft! Oh nein, was haben wir nun getan? So, und jetzt müsste, genau, Größenoptimierung, 5 Befehle, wir brauchten 6. Wir haben einen Befehl zu viel gebraucht, aber unsere Laufzeit war okay. Ziel war 6 Sekunden, wir haben 5 Sekunden gebraucht. Wieso denn? Hä? Man konnte das noch mehr optimieren? Dieses Else heißt, ist aber auch ein Befehl einfach, ne? Das ist egal. Aber man kann wahrscheinlich diesen Step hier wegnehmen und einfach sagen, pick das unter dir ab. So wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, ja, cool.
Eigentlich möchte ich diese Optimierung nicht machen, aber da hat mich das gerade angefixt. Guck mal, ich bin der beste Programmierer der Welt. Bald bin ich nur noch in meinem Keller, mach das Licht aus, hab die Kapuze über mir und code den ganzen Tag irgendwelche grünen Sachen in mein PC ein. Ach ja, ist ja auch gerade ein aktuelles Thema, ne? Da gibt's doch diesen 20-Jährigen, der jetzt irgendwie gefasst worden ist, der die ganzen YouTuber und Politiker irgendwie gehackt hat und irgendwie noch bei seiner Mama lebt und irgendwie keine Strafe bekommt, beziehungsweise sehr später, weil er irgendwie trotzdem noch als Kind gilt, obwohl er schon 20 Jahre alt ist. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, gehen wir den Weg hier lang oder nicht? Lückenbüßer, das ist ja eigentlich nur eine Sidequest. Kriegt man da was? Ich weiß nicht. Wir machen Fluchtpolonaise. Fluchtpolonaise. Ich finde das wirklich richtig komisch. Der ist 20 Jahre alt und laut Gesetz ist man doch ab 18 volljährig und auch voll strafmündig. Wieso, sagen die dann? Ja, der ist ja irgendwie immer noch jugendlich, das zählt nicht als richtige Strafe, bla bla bla. Finde ich komisch. Die machen da halt eher so ein Erziehungsding draus, als wirklich eine Strafe. Muss sich Deutschland mal irgendwie zusammensetzen und ihre Grenzen richtig wählen. Na gut, wir machen jetzt auf jeden Fall die Aufgabe hier. Wir haben gerade ein Fax erhalten. Sie erleben hervorragende kulturelle Veranstaltungen. Oh, das ist nett. Ups, ich meine bevorstehendes strukturelles Versagen. Ja, scheint, dass dieser Raum bald zusammenstürzt und wir ihn umgehend verlassen wollen. Oh nein. Okay, lesen wir erstmal weiter. Unter einem Loch, das ist wichtig, dass man das betont, in diesem Raum hier befinden sich eine nette, flauschige Notfallrutsche. Die sie sicher in die starken, gut aussehende Arme unserer Rettungsmannschaft tragen wird. Wer hat das geschrieben? Alle anderen Löcher führen zu einem schmerzhaften und blutigen Tod. Um den richtigen Weg zu finden, müssen sie sich an die Anweisungen dort drüben halten. Okidoki, also wahrscheinlich hier dieses eine Loch in der Mitte. Wir sollen programmieren, dass bei der 1, okay, wenn sie auf so ein 1er-Feld sind, dass sie nach oben gehen, 2 nach rechts, 3 nach unten, 4 nach links. Und er hat sogar schon was für uns geschrieben hier. Er hat für uns geschrieben, dass bei einer 1 man nach oben gehen soll immer. Und zwar so lange... Hä, ist ja auch ganz einfach. Okay, also die gehen bei einer 1 so weit nach oben wie nötig. Wenn sie auf einer 4 stehen... Nee, wenn sie auf einer 2 stehen, dann sollen sie nach rechts gehen. Hä, das ist doch richtig einfach dann. Okay. Wenn sie auf einer 3 stehen, dann sollen sie nach unten gehen. Und wenn sie auf einer 4 stehen, dann sollen sie nach links gehen. Und die ganzen If-Up-Fragen packen wir jetzt einfach in eine Jump... Dings hier rein, dass sie das immer wieder prüfen. Ist jetzt wahrscheinlich nicht gut Laufzeit optimiert, aber es sollte funktionieren. Ach shit, ich habe den Anfang vergessen. Die müssen natürlich erstmal noch nach links gehen, damit sie hier überhaupt hinkommen. Okay, dann Step nach links. Ja, bis dieses If-Teil kommt. Warte mal, was? If auf dir kein Datenwürfel, geh nach links. Achso, da haben wir schon unser Links. Geh nach links. Jump. Ansonsten geht er zum nächsten If, bla bla bla. Okay. Die gehen nach oben, die gehen alle immer weiter nach links. Okay, ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen verschnellern. Ja, sieht gut aus. Ja, geil. Easy peasy. Lauft, meine Minions, lauft! Alle in euren Tod! Gute Arbeit alle zusammen. Okay, jetzt bin ich am Zug. Hilfe. Ich weiß nicht, wie man programmiert. Ich bin nur ein Manager. Rettungsmannschaft. Okay, und war das jetzt gut? Nein. Okay, die Laufzeitoptimierung hätte noch sehr, sehr viel besser sein können. Ziel war 25 Sekunden. Wir brauchten fast 200 Sekunden. Und wir brauchten noch mehr Befehle. Aber ist mir egal. Es hat ja funktioniert. Reißverschlussverfahren. Ja, 12. Mann. Wir gehen hier viel zu schnell durch. Lassen Sie uns diese Datenreihe teilen. Bewegen Sie den Würfel ganz links nach oben. Dann bewegen Sie den nächsten Würfel eine Zeile nach unten. Nächster nach oben und so weiter und so fort. Bla bla bla. Okay. Oh, er hat uns was Schönes gemalt. Okay. Reißverschluss. Also der erste soll nach unten, die zweite nach oben und so weiter. Dass sie wirklich so einen Reißverschluss bilden. Und er hat uns schon was gebastelt. Okay, also die heben den Würfel auf. Das ist der erste Befehl. Er kann ganz schön gut malen. Guck mal, der sieht wirklich aus wie er. Krass, es war keine Katze. Kann man das noch bearbeiten? Ja, geil. Es ist ein Mauserich. Okay, warte, er kriegt auch noch... Ach, kann man hier gar nicht machen. Okay, so, das soll Ohren sein. Jetzt ist er ein kleiner Mauserich. Er kriegt auch noch Pupillen. Hallo. So. Okay, das sieht schon besser aus. Also, sie nehmen das Teil auf. Dann, wenn links neben dir eine Wand ist, das ist ja dann quasi nur für die Madame hier, relevant, dann geht sie nach oben und lässt es fallen. Okay, also die erste ist abgearbeitet. Wenn links neben dir keine Wand ist,
Dann sollen alle anderen irgendetwas anderes machen. Oh, okay. Da fällt mir jetzt spontan, ehrlich gesagt, nichts ein. Wenn links von dir eine Wand ist, dann geh nach oben. Also okay, dann steht sie hier und hat das Teil dahin gedroppt. Sie denkt sich nur, ja, ich stehe hier so rum und mache alles, was else ist. Also kann sie machen, wenn links oben... Das else ist doch voll unnötig, oder? Egal. Wenn links oben über dir ein Datenwürfel ist, dann gehe einen Schritt nach unten und lass es fallen. So, dann haben wir schon mal die zweite auch fertig. Aber das machen jetzt wahrscheinlich alle anderen. Die laufen jetzt alle... Ach nee, nur wenn links über dir ein Datenwürfel ist. Also was jetzt passiert ist, die allererste, die geht einen Schritt nach oben und lässt ihn fallen, weil links neben ihr eine Wand ist. Und dann bleibt sie da stehen. Dann merkt die Person, die Frieda hier, dass links über ihr ein Datenwürfel rumliegt. Genau, deswegen muss das, glaube ich, auch im Else-Befehl drin sein. Oder? Oh, ich weiß gar nicht, wie... Die machen das ja alles gleichzeitig. Also die nehmen alle diesen Würfel auf, das ist bei der 1. Dann die 2 gilt nur für die allererste Person und alle anderen interessiert das nicht. Deswegen gehen alle anderen gleich zum 5. Befehl. Ich weiß jetzt nicht, ob das so funktioniert. Egal. So, die sieht dann, dass oben links über ihr ein Datenwürfel ist von der ersten Person. Dann geht sie ein nach unten und lässt es fallen. Wir können es einfach mal abspielen. Zack. Tut sie nämlich nicht. Genau, da... Ich glaube nämlich, die merkt das erst. Hier, man kann auf der rechten Seite sehen, wo sie gerade sind, die einzelnen Leute. Wir gucken jetzt auf Person 2, weil bei der funktioniert das ja schon mal nicht. Ja. Guck, die ganz linke Person, die ist noch hier bei Befehl Nummer 3, weil die ist in dieser ersten If-Schleife drin. Das heißt, die hat noch nicht mal ihren Schritt getan. Da sind alle anderen schon bei der zweiten If-Schleife, weil die erste If-Schleife ja nicht interessiert. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Und deswegen sind die schon am Ende der Befehlskette, bevor die überhaupt ihren Würfel ablegen könnte. Aber mir fällt gerade auf, man kann ja dann einfach hier noch einen Jump reinlegen und einfach sagen, dass sie immer wieder das prüfen sollen, oder? Das müsste schon mal gehen. Jetzt müssten alle nach unten gehen? Nicht? Hä, warum nicht? Okay, wenn wir das alles außerhalb der ersten If-Schleife machen, wir nehmen dieses Else mal weg, das Else nervt nicht. So, geht das dann jetzt? Der ist jetzt da oben. Hä, wieso? Da fuck? Wieso gehen die denn nicht? Jump? Vielleicht so? Ah ja, guck, das funktioniert. So, jetzt haben wir die ersten beiden schon mal fertig. Und die jumpen jetzt hier die ganze Zeit rum, aber es passiert nicht mehr, weil für die anderen ja alle kein... Oh, hat uns gerade einen Tipp gegeben. Ich habe nicht aufgepasst. Weil für die anderen ist ja oben links kein Würfel mehr. Oh, das ist aber... Das ist ja complicated hier. Das ist ja richtig complicated. Vor allem, warte, die geht ein nach unten und legt den dann ab. Dann können wir einfach noch eine If-Schleife machen. Aber die jumpen jetzt die ganze Zeit, ne? Und zwar so lange, bis oben links über ihnen ein Datenwürfel liegt, jumpt das jetzt hier. Dann kommen sie gar nicht in das nächste Jump-Teil rein. Aber vielleicht, wenn wir hier noch ein Else reinpacken, if unten links neben dir ein Datenwürfel, dann geh nach oben... Und drop das da. Wenn keins von den beiden eintritt, dann geh einfach nach oben und prüf das nochmal. Sollte klappen, oder? Der geht nach oben, die geht nach unten. Der merkt jetzt, ah, unten links von mir ist was, gehe ich nach oben. Ja, geil, das war's, glaube ich. Jo. Hä? Ist ja voll cool. Irgendwie. Oh Gott, wir haben wieder viel zu viele Schritte hier gebraucht, aber es passt. Unsere Laufzeit ist auch nicht so super, aber 18 Sekunden ist noch okay, Leute. Ist alles cool. Okay, das habe ich schneller gelöst, als ich gedacht hätte. Komm, machen wir hier noch die Lückenbüßen. Büßler, Bule, Büßer. Oh, nee. Oh, was? Richtige Datenwürfel von Management. Ich habe sie dort drüben im horizontalen Reihen auf den Boden gelegt. Naja, zumindest die meisten. Ich habe zwischendrin ein bisschen abgeschaltet. Nun, würden Sie bitte die fehlenden Daten in jeder Reihe ergänzen? Einfach die Datenwürfel da einsetzen, wo sie passen. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Da sollte ein leerer Bereich unter jedem von Ihnen bleiben. Aber solange diese horizontalen Reihen vollständig erscheinen, wird sich wohl niemand beschweren. Was willst du? Ich soll einfach... Okay, das sind 6 Leute und das sind auch 6 Reihen. Ne, 1, 2, 3, 4, 5... Ja doch, 6 Lücken. Und da soll jetzt überall einfach ein Datenwürfel rein. Okay, also erstmal Schritt nach unten und den... Nee, brauchen wir ja gar nicht. Wir können ja einfach Pickup unter dir sagen. Haben wir jetzt gelernt. Und dann geht ihr so lange nach unten, wie wenn unter dir ein Datenwürfel ist... Dann geh nach rechts. Solange unter dir
kein Datenwürfel ist, gehe nach unten. Handy, das geht auch nicht. Gehe nach unten. Dann sind sie alle auf diesen Datenpaketen. Achso, die müssen aber ja gar nicht durch diese Mitte hier durch, ne? Die müssen ja einfach nur ihre Teile irgendwo ablegen. Und praktischerweise sind die alle schon auf ihrer... auf ihrem Weg. Ah, das ist ja mega einfach. Okay, also die nehmen es auf, die gehen nach unten bis links und bis rechts von ihnen ein Datenwürfel ist. Nee, wenn links und rechts von dir kein Datenwürfel ist, dann gehst du so lange nach unten, bis links und rechts von dir ein Datenwürfel ist. Und dann droppst du deinen Kack. Jetzt müssen wir da noch eine Jump reinmachen und dann sollte es schon passen, oder? Also die heben das jetzt auf. Dann gehen sie so lange nach unten, weil die ja alle schon in ihrer Reihe hier sind, wo die Datensätze einfach fehlen. Ich hoffe, die können da durchgehen, sonst wäre doof. Und die gehen so lange weiter, solange nicht links und rechts, das ist wichtig, Leute, dieses und. Es müssen beide Sachen eintreten, damit sie aus dieser Schleife rausgehen. Und dann lassen sie es einfach fallen dazwischen. Ah, nein, geht natürlich nicht. Die sind ja da schon alle. Aber wieso lässt dieser eine Typ nicht los? Guck mal, der hat das ja nicht mal losgelassen. Wegen diesem Jump-Befehl, ne? Muss das hier mit rein? Der erste Typ müsste das aber doch mindestens loslassen. Ja, okay, der legt das ab, aber für die anderen ist das natürlich scheiße, ja. Das klappt nur für den rechten Typen hier. Oh Mann. Ich will nicht so viel nachdenken. Ach so, ganz einfach. Wir können ja noch ein End packen. Und wenn auf dir ein Datenwürfel ist, dann geh nach unten. Oder kein Datenwürfel? Wenn, oh Mann, das ist voll der Brainfuck, Leute. Wenn links und rechts von dir kein Datenwürfel ist, dann geh nach unten. Soweit so gut. Wenn er jetzt dazwischen steht. Okay, nee, das geht schon mal nicht. Huch, oder? Oder wenn auf deinem Feld ein Datenwürfel ist. Okay, also wenn links und rechts von dir kein Datenwürfel ist. Oder wenn auf deinem Feld ein Datenwürfel ist, dann geh nach unten. Okay, ich habe keinen Plan. Wir probieren es mal aus. Ich bin sehr gespannt. Ja, sie laufen weiter. Die legen... Oh, das ist tatsächlich die Lösung. Was? Ach, gar nicht so schwer. Dieses Ungleich und Gleich, das fickt mega mein Brain. Irgendwie. Ah, guck mal. Perfekt. Unsere Laufzeit ist nicht so optimal. Ich habe keine Ahnung, was man da noch verbessern konnte. Hä, da konnte man immer noch irgendwas verbessern? Nee, aber cool. Okay, dann würde ich sagen, war es das aber auch mit dieser Folge. Irgendwie geht die Zeit mega schnell vorbei bei solchen Puzzlern. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dieser Folge. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ich diese Lückenfüller, diese Sidequests hier machen soll oder nicht, weil anscheinend bringen die nichts. Oh, ich merke auch gerade, wenn hier diese zwei Leuchten leuchten, dann haben wir sowohl Laufzeit optimiert als auch die Schritte. Hat also auch Nachspielpotenzial. Ja, könnt ihr mir mal schreiben, ob ich die mitmachen soll oder nicht. Und dann würde ich sagen, was das haben wir in dieser Folge. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, dann sehe ich, ihr mögt das. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dizzy.